Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz. Der Kurort Rathen gehört zu den touristischen Anziehungspunkten in der Sächsischen Schweiz. Inmitten der beeindruckenden Felsenwelt leben die meisten Einwohner vom Gastgewerbe, so auch Familie Gerich. Jens Gerich betreibt hier mit seiner Familie das Hotel Amselgrundschlösschen. In zweiter Generation, denn der Hotelbetrieb wurde dem Familienvater in die Wiege gelegt. Ich bin ein typisches Gastrokind, bin hier groß geworden in der Rosel oder der Amsel, wie es früher hieß. Und es war meine Kinderstube, also ich bin zwischen Kochtöpfen und Abwasch und Eis und Kloßteig groß geworden. Und natürlich hängt das ja am Herzen, weil das die Eltern aufgebaut haben und wir das immer weiterentwickeln konnten. Jens Gerich ist gelernter Koch. Nach der Wende arbeitete er im Allgäu, war im Ausland unterwegs. Eines aber stand immer fest. Irgendwann geht es zurück. Zu groß war und ist die Heimatverbundenheit. Das Verrückte daran ist, man weiß das erst später, wenn man die ersten grauen Haare bekommt, zu schätzen, wie schön es hier eigentlich ist. Mit der Region und seinen Menschen ist Jens Gerich eng verwurzelt. Der Hotelbetrieb in Rathen sei über die Jahre aber nicht einfacher geworden. Die Bettenzahlen im Kurort steigen stetig und dennoch versuchen die Hotelbetreiber, den Ort gemeinsam zu entwickeln. Es gibt hier einen Stammtisch, den Rahoga-Stammtisch, die Rathener Hotel und Gastronomen. Wir haben auch jahrelang ein Fest gemacht, 10 Jahre lang. Es hat sich jetzt ein bisschen aufgelöst, weil jeder mit sich zu tun hatte. Die Hochwasser sind da nicht ganz unschuldig, aber wir sitzen zusammen am Tisch und besprechen auch Sachen, um es halt im Ort nach vorn zu treiben. Also das ist ganz klar, das Gewerbe ist hier gastronomisch und hoteltechnisch geprägt und wir haben das in der Hand, was mit dem Ort passiert und da muss man gemeinsam einen Strick ziehen, das ist ganz logisch. Ein Dauerthema im Ort ist das Hochwasser. Wann immer die Elbe ihr Flussbett verlässt, ist auch der Kurort Rathen betroffen. 2013 erwischte es auch Jens Gerich und sein Hotel. Noch heute kann das jeder erkennen. Der einst so beliebte Wellnessbereich befindet sich noch immer im Rohbau. Für den Inhaber ist das ein wirtschaftliches Problem. Das zeigen die Auslastungszahlen. Also die Umsätze und die Auslastungszahlen sind nicht so, wie sich das der Hotelier wünscht. Aber wir müssen damit halt leben, kommen damit auch zurecht, kriegen auch Unterstützung von den Banken. Aber für uns steht an erster Stelle, das nachhaltig wieder aufzubauen, um da nicht ein zweites Mal oder ein drittes Mal oder vielleicht ein viertes Mal Hand anlegen zu müssen. Der Schaden soll so klein wie möglich gehalten werden. Und Zeit ist jetzt für uns nachrangig. Wichtig ist die Qualität, das wirklich dicht zu bekommen. Das ist das oberste Gebot. Deswegen bin ich jeden Tag hier, zu schauen, dass das auch richtig funktioniert. Das Hotel Amselgrundschlösschen bezeichnet Jens Gerich fast schon liebevoll als sein Mutterunternehmen. Kein Wunder, befindet sich das Haus doch schon seit 1969 im Familienbesitz. Über die Jahre aber ist der Unternehmer aktiv geworden und so kam kurz vor der Jahrtausendwende das Landhaus Nikolai in Lohmen hinzu. Fast 40 Mitarbeiter beschäftigt Jens Gerich unterdessen, baute die Häuser um, erweiterte sein Geschäftsfeld. Hier in Lohmen erfüllte sich Jens Gerich kürzlich einen ganz persönlichen Traum. 2015 eröffnete er das Bogen-Eventzentrum Sächsische Schweiz. Hier in der Region ist es wirklich noch relativ jungfräulich. Es kommt alles von Österreich langsam rüber nach Deutschland. Im süddeutschen Raum gibt es viele Bogensportanlagen, Bogensportparcours. Und hier ist es, Vereinssport entsteht immer mehr, aber momentan ist es noch relativ weißes Land sozusagen. Das Gelände direkt gegenüber dem Landhotel ist so groß und vielseitig wie der Bogensport selbst. Die Mehrzweckhalle dient als Trainingsstätte, kann aber auch als Veranstaltungsraum genutzt werden. Das Sommerfest der Mittelstandsvereinigung und der Volksbank Pirna war hier schon zu Gast. Feiern und Bogensport, auch das passt zusammen. Wenn man in der Materie steckt, kriegt man mit, was da alles möglich ist. Bogensport ist extrem vielseitig. Jeder kann Bogenschießen, ob jung, ob alt, ob behindert oder nicht behindert. Und das liegt natürlich nahe, das unseren Gästen auch anzubieten. Seit 8 Jahren ist Jens Gerich begeisterter Bogenschütze. Mindestens 2-mal in der Woche steht er auf dem Parcours. Nur selten ist er dabei allein.
Und wer will, kann in Lohmen auch echte Weltmeister treffen. Nicht zuletzt unser Jürgen Lippeck, der die Anlage maßgeblich mit aufgebaut hat und auch leitet. Jürgen Lippeck ist mehrfacher Deutscher, Europa- und Weltmeister im Langbogen. Ist gerade jetzt, schießt gerade jetzt in Schweden die Europameisterschaft. Wir drücken ihm alle die Daumen. Am Wochenende ist die deutsche Mannschaft, wo von unserer Trainingsgruppe 4 Starter sind. Und ja, wir hoffen, dass das gut ausgeht. Also wir sind im Leistungsspektrum, gerade im Dresdner Raum, im Dresdner Bogensportverein, die sind auch sehr, sehr engagiert, haben wir ganz gute Schützen hier. Und so hofft Jens Gerich auf weitere Erfolge. Aber auch, dass sein Bogensportzentrum in Lohmen ein echter Volltreffer wird. Mitglieder mit Visionen, eine Initiative der Volksbank Pirna, Ihre Bank in der Sächsischen Schweiz.